Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Marco. Hier ist Maggie, dann unser Heuschluckspecht und die Julia. Hallo. Was? So. Wir sind jetzt hier in Verzweiflungsfolge Nummer 4617. Und jetzt müssen wir den Raum, wo wir zu fett waren, suchen, nicht wahr? Genau, den Der war am Spaltenschlitzi. Anfang, ganz am Anfang war der, Genau, wo da wir es mal müssen wir hier drehen nochmal müssen. irgendwo sterben. Ach so, das geht ja hier auch ganz easy. Im Fabi-Mini-Raum. Hier. Okay. Bin tot. Jetzt. Bin auch tot. Ich auch. Ist ja nie so, dass man es im Chat sieht, aber das kann man ruhig So, und kommentieren. hier wussten wir. Hier müssen wir hoch. Runter von der Axt. Brauchen keine Axt. Ich hab die Axt. Brauchen wir schon Verdammte irgendwo. Axt. Vielleicht brauchen wir sie wirklich, das kann schon sein. Oder die Schere. Hä? Wir können. Was bringt eigentlich die Leiter hier runter? Wie ich einfach Weiß zu es nicht. dumm dafür bin. Aha. Wir sind bestimmt Glowstone zerschlagen. Ich weiß es einfach. Ich weiß es nie. Was bringt eigentlich dieser Dispenser hier oben? Was würde er uns sagen? Der auch Gefühle? Vielleicht. Ich gehe mal zu dem Ding nochmal hin. Wir können jetzt die Buchstaben lesen, oder? Wenn wir mal rübergehen. Das war ja okay. Drei. Echt nie, ey. Zwei. Bevor die Zahlen nochmal gut gewesen, wisst ihr das noch? Wie bitte? Was? Wo die Zahlen nochmal gut waren. Die hier? Ja, damit Ja. dann hier die Potions hier vorne frei werden. Ja, dessen Sinn wir nicht verstanden haben. Nö. Oder vielleicht müssen wir es nochmal reinwerfen in das Ding. Da kommt vielleicht was Moment. anderes. Moment. Du meinst doch, das ist Schnee. Seitwärts. Ja, das ist Ja. Schnee. Brauchen wir eine Schaufel. Lass mal die Schaufel holen. Die wird uns ja wieder genommen. Nee, die kann Ja, man die ja einfach Schaufel. holen. Ich bin gerade an der Stelle, aber hier gibt's keine Schaufel. Nee, die gab's ganz am Anfang. Ja, die ist nicht mehr. Natürlich kriegen wir die noch. Ich guck mal, ob ich sie hier finde. Wir haben noch mal, wo ist denn das Lava jetzt hin? Da. Mach Lucky Lucky. Guck mal, die Schaufel. Hab sie. Siehst du, dann Hab kommen die wir zu Schaufel. uns. Bin gespannt. Echt? Ja. Steh ich nie. So, ich muss hoch, ne? Ja. So. Was denn? Hab die Schaufel. Das ist ein Dispenser. Naja, nu, den haben wir doch. Achso, das ist der von dem Lava-Ding. Da Das ist war das immer noch im Lava-Zeug Ofen. drin. Ja, dass der immer nach oben Nee. ist. Nee. So. Ah ja, stimmt. Das Hier war ja da. erst So. gefunden. Hier bin ich. Okay. Schaufel und jetzt? Ach ja, hinterrennen. Den Schnee wegschaufeln, einfach was. Vielleicht. Wenn nichts verlieren, würde ich sagen. Nö. Nee. Aber Horchis Ideen sind ja immer doof. Eigentlich Ja, brauche ich das es nie. stimmt. Deswegen Ist bin ich echt mir nie auch so eine letzte sicher. Verzweiflungstat, aber probier Ja, es ja. trotzdem. Also irgendwie müssen wir ja hinterkommen. So, Schaufel. Ich nehme Anlauf. Marco, Ja? du hast jetzt einen anderen Trank. Hab ich auch. Auch so Denn her. süß. Denn her. Wir haben vorne ihn geho. Wir schrumpfen. Okay. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas hat sich geändert, dass wir jetzt einen anderen Trank bekommen haben. Na, wahrscheinlich, wir haben diesen Trank geholt. Von vorne. Ja. Ein bisschen. Und dann haben wir jetzt einfach. Sind wir einfach mit dem Trank hintergelaufen und jetzt hat Habe sich der ich Trank verwandelt. Das war der aber auch Trick. schon gemacht. Vielleicht Ich ging es erst bin. nach einer bestimmten Trigger-Sache. Und jetzt haben wir Ja. nämlich hier. Jetzt Können wir können wir nämlich hier unten durch. durchschwimmen. Sehr süß. Ah. Und Und da da ist ist der auch der rote. rote Raum. Ich hab's gewusst. Ich komme nicht rein. Ich muss groß werden wieder. Ich Aber bin uns in fehlt den Raum. Papier. Papier fehlt uns. Ich habe kein Papier mitgenommen. Aber Horchi. Nein. Horchi macht sowas nicht. Das wäre professionell. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Was ich interessant finde, ist, dass Ich wir komme nicht uns mehr nicht mehr sehen. zurück, glaube ich. Ja, doch. Mein Litsch Der ist ein bisschen Trank Boden durch. hält unendlich. Ja. Also du holst ihn eh, den Zettel. Lustig, ey. Oder Jetzt wieder wie? groß. Gab's noch mal diesen Trank überhaupt? Ganz vorn bei dem Lavabecken da in dem. Na, sag schon. Amboss dort in dem Trichter Wieder davor. groß. Amboss-Trichter. Ah ja. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich meine, das Lava-Becken passt schon. Wieder Lava irgendwo. So,
Lava. Ambustrichter-Dings. Wisst ihr, was ich meine? Ah ja. Ja. Okay. Okay. Schade finde ich, dass wir uns jetzt nicht sehen können. Ja, das stimmt. Sehe ich irgendwie auch nicht. Also ich bin noch im Roten. Mhm, ich auch. Ich bin noch klein. Ich bin auch schwer groß, meine ich. Aber ich doch, ich sehe Julchen. Ich sehe, man sieht hier diese Blubberdinger. Ja, stimmt. Kommen. Ich finde die Dings nicht mehr. Wo ist denn die gewesen? Zettel. Hast du den Zettel gefunden? Warte, ich gehe auch mal zurück. Na, der war irgendwo in der Mitte oben. An der Decke, ne? Hast du den? Den findet er schon. Der ist irgendwo dort oben an der Decke. Ah ja, da. Okay. Soll ich nur hinlaufen, dann werde ich klein automatisch, oder? Nee, wenn du den dann Trank hast. Den Trank dann. Ja, der war ja Block groß zu Block groß. Und jetzt ist er Block zu klein Block. Ja, das stimmt, das geht. Ja, Block zu Block. Block zu klein Block. Warum? Tja, hast du es jetzt, oder? Ich schrumpf gerade, glaube ich. Ich sag zusammen, ich weiß es nicht genau. Schon witzig, ey. Dieser Joachim. Ich hab eine kleine Axt. Aha, das wollten jetzt alle wissen. Ich hab eine kleine Schere. Siehst du meine Schaufel? Gar nichts. Jetzt mach mal, jetzt klapp mal die Schere zu. Was, die Schere zuklappen? Aua. So, egal. Codewort brauche ich. Alles gut. Also, okay. Codewort ist. Genau. Was? 9. 9 ist erste, ja? 9? 2, nee, 9. Zwei. Die 2. 2, 9, ja? 2. 3? Nein, 2. Redet aber deutlich. 2, 9, 2. 2, 9, 2. Danke. 7. Danke. 1. Nee, oder? 5. 5. Ich hab nur ein Papier mitgenommen, also ich war nicht. Okay. Geht nicht. Reinwerfen. Jetzt hab ich's. Super, dann schmeißt du's rein. Ja. Ich versuch's. Jetzt komm ich nicht ran. Komm ich in den Trichter ran? Toll. Gib mal her, lass den Profi mal ran. Oder? Jetzt ja, hab ich's nimmer. Jetzt macht Julchen das mal, ne? Aha. Super, krass. Wieso funktioniert das nicht? Das geht selbst bestimmt. Selbst wenn ich's in die Luft schmeiße, geht's nicht. Wir sind zu klein. Jetzt. Easy. Okay, und jetzt müssen wir wieder raus. Einfach. Jetzt in den Hauptraum, ja? Super geil. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ja. Jetzt geht's zu Geilo Rhombos. Ich bin Sparta. Muss ich bloß wieder groß werden? Ich habe nämlich bloß einen Trank mitgehabt. Automatisch, wenn du rausläufst. Ja, eben, ja? An der ich Ecke. Ja. An der Ecke ist aber groß. Blub. Romantisch. Huch. Okay. Warte, blub. Huch. Okay. What does Julia say? So. Haben wir es jetzt? Töten? Okay, töten. So. Laver. So, was fehlt noch? Wir haben alle Schalterräume. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß wo, ja. Ja, erst einmal im Kreis drehen, oder? Nee. Nee, einfach hier lang. Ha, ich hab's. Doch hoch. Mau geht hoch. Nee, einfach den. Nee. Warte mal, nee. Nicht hier hoch. Das war ich zu weit. Ich geh mal Julia nach. Ach so, ja. Hier unten lang, genau. Und jetzt ganz hinter zum Kreuz. Da? Und dort reinspringen. Genau. Ja. Schöne Sache. Boinki. Okay, jetzt so links. Nee, hat schon erreicht. Hier lang. Hör auf zu quatschen, komm mit. So, und jetzt okay. Müssen wir hier blinkt, an die Dinger immer unten kommen. Alles. Ist alles Disco-Time gerade. Ich gehe hier runter. Weil ich hier ist der Blaue. Ja. Kommt mal mit. Genau. Wo ist er? Oh, da runter. Ach, hier runtergegangen seid ihr, okay. Naja, weil hier ist der Blaue. Ich denke mir mal, ihr möchtet das ja filmen. Ich will das jetzt hier. Mhm. Oder wir brauchen jetzt die Schere. Das kann natürlich auch sein. Hat jemand noch eine Schere? Ich hol die Schere. Ja, alles gelöscht. Aber das ist ein bisschen Knopf. Ach. Ja, ich hab die Idee. Weil das ist ja alles gelöscht. Jemand muss noch mal hier reingehen, weil dann kann er hier oben die Schere nämlich reinlegen. Weil das wird doch automatisch gelöscht, dieser Dispenser hier. Ah, okay. Ich mach das. Okay. Okay, ich hab Zeit. Ja. Und sonst so, wie geht's dir? Ja. Erzähl mal was. Schön. Ja, du blinkst so schön. Ja, du auch.
Wo bist du, mein Sonnenlicht? Falsche Richtung. Ach du Scheiße, ey. Ich meine, oh toll. Auf dem Rücken, du hast ein Schwert. Bin gleich wieder da. Du hast ein Schwert. Ja. That's all, that's amazing. Nie nur auf dem Rücken, aber egal. Jetzt bin ich schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Fuck. Komm ich hier runter? Dort unten sind doch übelst die Knöpfe, ne? Wahrscheinlich. Übelst die Knöpfe, in jeder einer. Ecke. Achso. In jeder Ecke. Wow. Der Joghurt. Gleich Werbung, was, Joghurt in der Ecke. Oh Mann, ey. Ganz. Was schon witzig, die Idee mit diesem Cube hier. Ja. 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 Das ist lustig, wie er gesagt hat. Wenn ein Würfel in einem Würfel in einem Würfel wäre und da drin ist ein Dreieck. Oh, voll witzig. Ich könnte mir vorstellen, danach kommt noch ein Würfel mit wieder 6 verschiedenen Farben und dann geht's von vorne los. Oh, ein Oktaeder oder sowas. No. Auch wenn ich find's wirklich cool, aber trotzdem vermisse ich so ein bisschen die Idee von damals. Ne? So ja, ich auch. Aus dem ersten Part, das war richtig gut. Ja, das stimmt. Aber ich meine, hier haben sie es wieder ein bisschen zurückgeholt im Gegensatz zum Teil 2. Das stimmt. Ja, das hast du schon recht. Oh, ich habe keinen geguckt, aber ist okay. So. Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Die Schere war doch. Im Lavabecken. Ach, fuck. Wo bist du wieder hingegangen? Ganz zum Anfang. Vielleicht bin ich schneller, mal gucken. Ich zähle. Wer jetzt hier als Erster ankommt, hat gewonnen. Lauf mich doch wieder. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Wettspielen. Was auch immer. Wer wird das Labyrinth zuerst lösen? Also dieses Spiel. Wer wird hier zuerst bei mir auftauchen? Und wer nicht? Wer wird die Krone an sich reißen? Da verlaufen, nice. Wer ist der Dschungelkönig? Wir müssen beide verlaufen. Oh Mann. War doch hier, oder nicht? Hier? Ja, doch, klar. Ist doch richtig. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um 40 Wochen. Minimum. Nee, war der Trank drin. Oh, jetzt hat jemand die neuen. Jetzt hat das jemand. Wer wird hier als Erstes hochkommen? Oh, Jula rennt vor. Oh nein. Jula hat gewonnen. Noch ist sie nicht hier oben. Aber Horchi ist der Erste. Die ist da unten abgehauen. Was macht ihr? Hast du reingetan, die Schere? Ja. Schön. Ich hab die Schere abgeholt, die gleich nebenan war. Hab sie. Schere schon oben, Julia. Da ist die Schere, aha. Hier oben war der Raum, wo du abgeben musst. Notfallstern. Hallo. Ach, da oben rein. Ja. Ja. Ah. Deswegen dieser Dispenser vorhin. Verstehe. Wie komme ich jetzt wieder zu dir, ist die Frage. Das weiß ich nicht mehr. In diesen Kreuzraum. Aber wo war der? An dem grünen Schalterraum vorbei. Also sozusagen in den Steuerkreuzraum rein und dann geradeaus hinterdurch. Ach ja. Mann. Immer muss ich euch ja alles erklären, bin ich euer Navi oder was? Ah, Maggi, ey. Ja, mit Maggi macht das Spielen Spaß. Nein. Auf mich warten. Nicht Telekom. Stimmt, das war wie da was anderes. So, gut. Ja, ich bin unterwegs. Ich hab noch einen Großtrank mitgenommen. Bin da. Hab ich ausgetrunken. Super. Tja. Hallo. So. Krieg ich auch eine? Ja. Nimm deine raus. Danke. Wer macht die erste? Der Bürgermeister darf zuerst anschneiden. Wer ist der Bürgermeister? Keine Ahnung. Ich scheinbar. Yay! Oh, Feuerwehrsch. Okay. Weiter geht's. Ey, das ist null. Null steht da rechts. Ach so. Null Leben hat's. Haha. Wir interpretieren das jetzt einfach so. Was haben wir jetzt? Da komme ich nicht rein. Hm. Ja, da kommen wir dann von oben runter. Ah ja. Da ist diese Säule. Wie machen wir das hier? Das ist natürlich jetzt witzig. Weiß nicht. Vielleicht müssen wir ja was drauflegen. Würde gehen, theoretisch, aber. Nee. Eine Schere drauf. Geh aber wieder weg. Das kriegt man schon noch hin, weil es doof ist, bloß Ena. Spielt ja wie Ena. Wo seid ihr? Weitergelaufen.
Papier. Ja. Hm. Wenn nichts rausschmeißen, ist ein Holzdruckblatt immerhin. Stimmt. Was einmal. Ich interessant finde, dass jetzt auf einmal hier ploppt. Vorhin ist es hier vorne geploppt, jetzt ploppt es auf der Seite. Zeit. Da schon ja ein Zeug. Was bringt uns das aber? Ach, da können wir dann hier durchgehen. Irgendwas muss man da drauflegen, damit man dann diesen Weg hier runtergehen kann. Leg was drauf. Hast du was zum drauflegen? Aus einer Schere? Das glaube ich aber nicht. Meinst du wirklich? Das ist eine Holzdruckplatte auf einmal. Vorher war es mal Stein gewesen. Es war vorher auch schon Holzdruckplatte. War immer Holz, ja. Und da kann man jetzt weitergehen? Denke ich. Wenn man jetzt natürlich an diese Stelle kommt, wann auch immer. Die Frage ist, wie kommt die da weg? Naja, jetzt, wo willst du denn jetzt hingehen? Na, ich würde jetzt hier zurückgehen und dann finden wir schon einen anderen Weg. Hm. Aber wir müssen da entweder was hinlegen oder es geht anderweitig. Muss anders gehen. Okay. Magi. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, na klasse. Hier kann man einmal durchlaufen, theoretisch dann, ja. Genau, das ist nämlich jetzt dieselbe. Genau, hier kann man dann durch. Aber hier kann man ja wieder... Ach nee, da sind wir wieder da unten. Hm. Was ist denn, wenn wir jetzt hier weitergehen würden? Anstatt hier runter zu gehen. Hier wieder zurück? Wo seid ihr denn, Julian? Dann geht's weiter, ja. Ja. Jetzt muss ich nochmal irgendwie nach oben. Ah, ich glaube, du hast die gerade teleportiert. Hier lang müssen wir. Folg mir. Ja, das teleportiert. Das sieht gut aus. Da kommen wir nämlich hier zum... Jetzt kommen wir zu Orange. Orange. Das mache ich. Da kann man da rein. Ja. Das Loch kann man dann im Endeffekt. Ja. Das geht. Oh, das ist kein Loch. Oh, guck mal. Ach so, nee. Ja, wir haben geguckt. Nee, passt schon. Ja, hier ist nimmer viel. Da können wir wieder hoch, wa? Ja. Wir müssen das irgendwie auslösen mit irgendeinem Gegenstand. Das würde nicht einfallen. Ja, ich denke auch. Also. Ich meine, es sind ja Holzdruckplatten. Problem ist halt nur, wie machst du das, ohne dann. Oder wir fallen dann echt runter. Hm. Geht das? Wo, wie, was, wo? Schmeißt was drauf, stellst dich auf dieses auflösende Feld drauf und dann fällt es runter, theoretisch. Huh. Du musst aber generell was drauflegen kannst. Kannst du was drauflegen? Geht das überhaupt erstmal vor uns? Ja, klar. Das bleibt jetzt liegen. Das ist wieder eingesammelt. Genau, wenn da nämlich das draufsteht, kann man nämlich gerade rüberlaufen. Richtig. Und dann kommt man nämlich zum Rot. Dann später, so, ja, wenn man jetzt... Dann warte mal ganz kurz. Dann mache ich mal das einfach so. Ich nehme mir jetzt einfach mal ein Stack Erde. Wir hätten uns genauso 5000 Scheren ich hab eine Glas können. Eine oder Glas. Glasflaschen. Genau. Eine drauf. Okay. Gehen wir mal weiter. Oh, jetzt wenn wir hier dran vorbeilaufen, dann... Puh. Glück gehabt. Du musst dann geraden Weg theoretisch gehen. Genau. Genau. Kann man richtig den auflösen? Kann ich hier lang, aber was bringt mir das? Das weiß ich. Komm hier nicht runter. Ja, aber warte mal einfach mal, wenn wir jetzt zurückgehen, vielleicht können. Jetzt können wir da durchgehen, genau. Jetzt können wir durchs Blaue. Ach, durchs Blaue vor allem. Da musst du dir ja extra irgendein Gedöns holen, das so eine Map. Gut, das können wir jetzt mitnehmen. Bedacht, das weiß ich immer noch nicht, wie gesagt. Ach, jetzt erstmal das Rot. Jetzt bin ich dran. Ach, kann es sein, dass man einfach nur dann seine Schere wieder mitnimmt? Nee. Ja doch, ja, könnte eigentlich sein. Ja, 1000 Scheren reinpacken, einfach selber gesagt. Mhm. So, jetzt können wir hier weiter. Jo. Hä? Plus jetzt man 3? Das voll? Ach, das plus die 3. Ah, das wissen wir jetzt endlich auch. Wahnsinn. Das da willst du wenigstens kommen, wo das herkommt. Ja, aber das, wo willst du denn hin jetzt wieder? Kann schon sein, dass man das vielleicht hätte vorher sehen können. Natürlich. Das hätten wir schon längst machen können. Ja. Wir waren doch schon vorher mal in dem Raum hier. Ja, dann hätten wir jetzt herausgefunden. Genau. Der Knopf. Ah, ja. Aha. Mhm. Wird schon irgendwann Sinn ergeben. Ja, aber dieser Knopf ist der löst einmal aus. Da musst du nichts drauf liegen lassen. Jetzt tiefer. Dort geht's wieder rein. Bringt uns das hier unten was? Ja, noch ein anderer Weg. Okay. Weil das ist auch eine Sackgasse. Was ist eine Sackgasse? Ah, finden wir schon. Nee, da wirst du sicherlich geportet, wenn es jetzt zurückgeht. Genau, da bist du jetzt woanders. Geändert. Oh, ich bleib da mal stehen. Guck mal, hier ist ein Schalter. Der jetzt hier. Oder verarscht. Eine Sackgasse ist meistens dann etwas, was dich portet. Was auch immer jetzt passiert ist.
Das ja, kommen wir irgendwie nicht nie weiter. Sackgasse vielleicht weg jetzt, oder Shadow umliegen? Ja, Sackgasse wird sich jetzt geändert haben. Ja. Oder, ja, das kann sein. Cool. Ist auch nichts. Naja, jetzt ist wir gar sind nicht tot. Nichts. Wir werden nie wieder zurückfinden. Ist nur der Schalter, der nichts bringt. Ist ein langer Weg, der nichts bringt. Sicher? Ja. Hört ihr irgendwas? Kannst du die grüne Balle abbauen, ganz nebenbei mal? Nee. Bin, nee, okay. Da musst du direkt davor stehen. Buff kriege ich auch nicht durch den Schalter. Aber von hier können wir jetzt in dieser Sackgasse stehen, müssen wir wieder zurückkommen. Ja, deswegen. Eben. Muss ja irgendwas gehen. Irgendwas muss es geben. Vielleicht wird irgendwo ein Block oder so, man kann ja runterspringen. Ich suche auch gerade. Ah, danach. Ich weiß, was sich tut. Oder wo es sich tut. Da unter uns. Ja, aber trotzdem müssen wir irgendwie hier rauskommen. Da unter uns tut sich was. Bei Uni runterspringen. Crashed, Map crashed, yes. Hm? Oder wir springen einfach hier hoch. Bist du? Ach, weil man einen Jump Boost hat. Hm. Und da kommen wir nämlich zum Lilanen. Kommst du wieder zurück, Wachi? Einfach zurückgehen. Was ist ein Jump Boost, der? Der ist einfach da, glaube ich. Spring ja, mal. Ich sehe es auch. Ja. Voll. So, Wachi, willst du? Ich hab keine Schere. Kaputt. Bui! Mhm. Nur grün und gelb. Mhm. Juhu! Links oder was? Nee, aber her. Nee, links waren wir noch nie her. Wir sind vorhin die ganze Zeit anders gelaufen. Dann da lang. Oh. Das ist grün. Das ist greeny green. Und hier kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir den Schalter wieder umlegen. Ja, das wird's sein. Band. Das ist hier jetzt eine Sackgasse, ja, nice. Wie ist eine Sackgasse? Das ist jetzt eine Sackgasse. Ach so? Ja. Bei mir nie. Ich komm hier durch. Hä? Porte. Vielleicht hat das Porten ein bisschen gedauert. So. Na, oh, Ecke. Dann lege ich jetzt den Schall. Runter hier. Ist falsch. Da ist er. Hat jetzt jemand den Schalter? Nee, ne? Blub. Okay. Okay, jetzt ist hier zu, ja. Schön. Dann wieder zurück. Ja, da am Knopf kommt einfach bloß Danke am Ende oder so, was man den Knopf gedrückt hat. Voll traurig wahrscheinlich. Danke. Irgendwas Blödsinn halt. Irgendein Mist wird hier schon oder passieren. Oder you win, oder also ein Blödsinn. Schneller als du. Als wie du. Als wie du, hier ist auch ein Schalter. Ich hab gedrückt. Oh, hinter ist ja kaputt. Jetzt ist das wieder, na, es wird einen Grund haben. Also Leichtschalter wie vorhin, glaube ich, oder? Nee, ja. Also hier kommen wir aber nie lang. Hier? Auch nicht. Nö. Hier geht's auch nicht runter. Hm. Warum? Hier geht's aber lang. Wo denn? Nee, ja, aber hier kommst du nicht runter. Hm. Schwierig. Was macht das denn besonders? Machen die uns das nochmal richtig schwer am Ende? Ja. Das ist gemein von denen. Das hätte ich nie von denen erwartet. Nee, niemals. Gott, wir haben schon wieder 23 Minuten. Naja. Ja. Wollen wir nochmal kurz vorm Finale beenden, oder? Nicht? Ist gemein von denen. Nee, wir rätseln jetzt weiter. Naja, dann Länger geht die Part. Folge halt 8 Stunden. Egal. Und da geht's hier nicht. Wir haben den Schalter für irgendwas. Hast du diese Ecken? Hm. So. Bleib mal da drauf stehen, Joachim. Du bist eine Schiebe oder so. Oh, es backt rum, super gemacht. Nee, du wirst nur weggeschoben. Ja. Haben wir irgendwas übersehen? Was? Das finden wir schon noch. Und da irgendwie hin. Die andere Seite von dem grünen Ding vielleicht. Hm. Mal hier, wir müssen hier lang gehen? Hm. Guck mal, guck mal da. Hier ist ein bisschen anderen Weg legen. Da oben ist nämlich noch ein anderer Gang. Da kommen wir auch zu diesem Ding. Aha. Ja. Also irgendwie höher.
müssen irgendwie höher. Naja, aber das kann man ja hier so schlecht einschätzen, wie man hier wo höher kommt. Weil Tokio hier, weil wir müssen das aktivieren, dass hier das hier offen ist. Da rauskommen. Hm. Jetzt frag nicht wie. Ich auch. Na, da müssen wir den anderen Schalter wiederholen und dann gucken wir mal. Mhm. Dort sind wir doch schon mal rausgekommen. Ja, ja, eben. Dort sind wir doch schon rausgekommen, ne? Hm. Dann weiß ich nicht. Na, das ist da sind hier. Wir wieder bei der, da sind wir wieder bei der das Rubrik. Ist hier. Damit wir da lang können, aber da war lila. Hm. War lila, richtig. Ah. Ha, ho, hey. Was. Warum ist das hier runtergefallen, verstehe ich. Damit man drüber konnte. Oh. Oder? Hm. Irgendwas haben wir übersehen. Was Banales wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Was Bananes. Auch gedacht, aber ich weiß nicht sagen. Hier ist jedenfalls war mir zu blöd. Seite. War mir einfach zu blöd gewesen, alles okay. Ja, guck mal, du. Hm? Können wir hier an den Schalter drücken? Nee. Weil das Ding muss runterfallen. Da kannst du dann da hochgehen. Seid ihr denn schon wieder? Nee, hm. Den Schalter können wir nicht drücken. Wir könnten was drauf liegen lassen, aber. Genau, das probieren wir mal. Ich glaube, hier durch müssen wir. Geradeaus. Meinst du? Hier lang. Ich glaube, hier war das. I miss you. Seh dich. Hier muss was drauf auf den Schalter, oder? Ich bin drauf. Ja, es bringt nichts. Leg mal da was drauf. Und jetzt komm mal mit. Ich glaube, aber da ändert sich nichts. Weil das muss auf jeden Fall. Doch. Ach, jetzt fällt es runter. Ah. In der Brutsch. Das Runde kaputt machen einfach. Nee, genau. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht? Gut. Doch. Lass mich mal runterlaufen. Haha. Hochi! Hochi! Ich hab keine Warte. Schere. Da! Hm. Jetzt. Kriegst du nie kaputt. Ah. Hui! Gelb fehlt noch. Oh, okay. Ja, muss da bleibt mir das ja übrig. Meine Schere wieder. Okay. Danke. Das Gelb ist dort. Jetzt hat Marco die Schere. Aber was ist im Weg? Jo. Aber wir konnten ins hier höher noch weitergehen. Wir müssen ins Höher, ja. Wo ist wie? Warum ist ja nichts? Ach, hier. War easy. Und man kommt... What? The fuck? Ich hab keine Sounds an. Mach's boom. Boom, 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 boom. Okay, danke. Mach weiter. Super raus? Ja. Ich hab mal gesehen. Jetzt spüren können. Wow! Der leuchtet die ganze Videozeichen. Die Geräuschkulisse müsstest du hören, Joachim. Ich hab keine Geräusche an, wenn mein Kopf gerade. Also, da ist jetzt. Ist da gerade ein Enderman drin gestorben? Ein Enderdrache? Wir haben den. Alter, ist es geil gemacht. So, los mit lustig. Da ist der Exit. Das geil gemacht. Mein Knopf. Mein Knopf. Oh, kein Knopf. Der Exit. And. And. Check out my YouTube-Channel. Oh, da hinten ist aber eine Frage. Das ist ein Fragezeichen. And? Ja, weil das ganz nie klein. Zu Ende ist. Weil geh noch zurück nochmal. Weil ein Teil kommt. Genau, ich geh nochmal mit zurück. Sackgasse, wa? Ja, ist nichts. Marco, diesmal müssen wir nicht mal cheaten, um zu sehen, wie die Welt aufgebaut ist. Diesmal haben wir hier tatsächlich... diesmal dürfen wir. Na, diesmal sehen wir es zumindest. Ja, ist ja langweilig, wenn wir das schon wieder sprengen. Ja, wir sprengen nämlich am Ende normalerweise immer die Welt. Ja! Aber da das die Folge viel zu lang ist... Ja, und es letztens geheißen hat, dass es eigentlich schon irgendwie so ein Zeichen des Disrespects ist. Dann machen wir Lava drüber. So sah das also aus. Sparen wir uns das, denke ich, diesmal. Oh, was ist das denn? Ach, das ist die Map. Jawoll. Krass. Einfach aus den Command-Blöcken. Oh, hier ist ein Hebel. Wir diesen Hebel haben. Was, das sieht einfach aus? Back to the puzzles. Yes! Nein, wieder am Anfang! Alles umsonst. Schön! Dann sind wir wieder hier. Ja. War sehr schön. Was bringt dieser Zettel von Anfang an? 3, 5, 7, 9, 2. Na, das war der erste Zettel, den haben wir dort vorne reingeworfen und dann ging's ja. Los. Ach so, ja, stimmt. Aber dieses Hui, ich möchte es nochmal fahren, ich fand das so toll. Ich würde gerne den Kuchen essen.
Das fand ich voll toll. Ich würde auch gern Kuchen essen. Das möchte ich. Das fand ich nämlich so nice, wie man da entlang fahren konnte. Das waren noch Zeiten. Ja. Tschüss. Was? Man kann nicht runterfallen? Man kann nicht runterfallen. Ich kann jetzt Speed Boost behalten, yes. Was ich gerne noch wissen möchte, Game Mode 1. Warum hat der alle Türen Schalter? Ich will die jetzt einfach drücken, ist mir egal. Einfach, dass sie zubleiben. Ja. Mach mir echt nichts. Da ist ein Niente dahinter. Da ist ein Secret, pass auf. Da? No, wie er einfach kaputt. Alles abbaut. Ja. So viel zum Thema, wir zerstören die Welt nicht nochmal. Wahi, du könntest aber auch einfach einmal hochfliegen, dann würdest du sehen, dass da nie was dahinter ist. Na gut. So, wie geht's an beiden Let's Play-Kollegen? Wieso lass uns gehen? Wieso? Ihr beide, ich habe neue Let's Play-Kollegen. Cool. Naja, dann. Wenn die dir mehr Spaß machen. Ja, auf jeden Fall. Warum? Was hast du denn gefunden? Die sind so fett wie ihr beide. Was ist da los? Ja, stimmt schon. Die hätten wahrscheinlich gleich zu einem roten Schalter. Hä, wo kommen die denn jetzt her? Weiß nicht. Ach so, du. Na gut, in diesem Sinne. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Der hat einen Schaden mit Bow. The Code 3 ist somit leider auch zu Ende. Wer weiß, ob The Code 4 kommen wird, wenn dann auf alle Fälle Pflicht mit Marco. Ob da Wachi wieder mit dabei ist, wissen wir nicht. Aber wer weiß, wer weiß. Den Bogen nicht gedroppt. Oh. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie habt ihr Teil 3 gefunden? Fandet ihr ihn besser, schlechter als 1 oder 2? Wenn ihr bei Marco, bei Horchi guckt, müsst ihr unbedingt auch mal die anderen zwei Teile sehen, denn die waren wirklich nice. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Bis dahin. Ui. Ciao, ciao. Ciao. Wachi? Kaputt. Wachi? Kaputt. Wachi? Tschüss. Tschüss.